Jo, meine lieben Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge der Holstein Kiel Karriere. Heute auf jeden Fall, wenn wir jetzt einmal rüber switchen, einmal sehen, spielen wir heute gegen Schalke 04. Ja, genau. Ich stelle zweimal um. Porat spielt für Klein und Komenda spielt einmal für. Ja, genau. Spielt einmal für Lorenz. Genau. Und so gehen wir halt auch in die Halbzeit. Also, was heißt. In die Halbzeit, ja, genau. In das Spiel auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Serie soweit. Denn mir gefällt sie auf jeden Fall bis jetzt. Es sind jetzt zwar erst zwei Folgen. Oder zwar erst ein richtiges Spiel gespieltes Spiel, aber trotzdem gefällt mir diese wirklich dieses kleine Projekt. Klein, wer weiß, wie groß das wird am Ende. Das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Ja, und dadurch, dass ich ja gesagt hatte, dass bei Heimspielen ja immer die Hymne einführen muss, wird sie jetzt auch kommen. Ich werde das jetzt durchlaufen lassen und dann sehen wir uns auf jeden Fall. So, hören wir uns auf jeden Fall, sobald es wieder losgeht. Jo, da sind wir nach. Die Hymne ist zwar noch nicht ganz vorbei, aber dieses Spiel geht ja jetzt ja schon los. Und die Abwehr macht da weiter, wo sie aufgehört hat. Gegen St. Pauli sehr stabil zu stehen, auch Komenda, der jetzt hier wirklich schon Rehse schicken tut. Rehse schicken tut, aber der
kommt nicht durch, da hätte ich vielleicht mal selbst mal aus dem Winkel vielleicht einfach was mal versuchen sollen. Auf jeden Fall, mein Ziel ist es, so lange wie möglich vorne mitzuspielen, auf jeden Fall. Das ist mein Ziel. Und dann schauen wir einfach mal. Thomas Dehne mit seiner ersten Probe hier im Holsteinstadion. Und wieder Thomas Dehne mit einer Klasse Parade. So, und jetzt weg mit der Kugel. Mühling. Mühling geht super an ihm vorbei. Macht dann auf Rehse. Und Rehse jetzt auf Pichler. Und Pichler hat jetzt. Hat er das Tempo? Hat er das Tempo? Nein! Pichler verzieht ja komplett. Benedikt Pichler verzieht den Schuss einfach komplett. Und wieder Thomas Dehne. Seine dritte Parade innerhalb von den ersten 20 Minuten. Den brauche ich nicht mehr. Das Knärfchen. Oh! Der war, kam sogar. Was? Der kam sogar von einem Mann? Okay. Aber bis jetzt kontrolliert ganz klar Schalke das Spiel und wie das ist, Dehne. Der den Kieler vor einem Rückstand bewahrt. Und im Moment kommen wir hier echt nicht auf den Strafraum. Wenn wir klären, dann klären wir irgendwie so, dass es wieder Ecke gibt. Aber jetzt könnte Holtby mal raus. Nee. Und wieder ist es Dehne. Neumann. Ah, der war viel zu schlecht gemacht. Ah. Wahrscheinlich habe ich nicht gesehen, dass da keiner war. Und wieder Thomas Dehne. Der macht bis jetzt ein super Spiel hier. Der macht ein super Spiel bis jetzt. Da wird er auch noch halb umgetreten. Rehse auf Mühling. Der versucht es auf Pichler. Bis jetzt 5 zu 0 Schüsse aufs Tor für Schalke 04. Also in echt, also in live ist es mal wieder ein 0 zu 3 gewesen. Für Schalke. Also da war Kiel ganz schön schlecht. In dieser Saison, da war ich sogar dabei. Im Stadion. Mann, das war abseits. Ich dachte auch, dass er den nicht zu Pichler spielt, sondern zu Rehse. Ich wollte ihn eigentlich. Na, oh, da nach außen zu. Oh, ja. Zu Rehse spielen und nicht zu Pichler. Aber egal. Auch wir bekommen noch unsere Chance heute. Und solange wir das in irgendeiner Weise hier verteidigt bekommen. Immer noch irgendwie dazwischen kommen. Aber im Moment verlieren wir nur den Ball. Andauernd nur den Ball. Aber Dehne und. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, Alter. Was jetzt? Dehne und Wahl. Also. Die Offensive klappt noch nicht so heute. Aber dafür klappt die Defensive umso besser. Auf jeden Fall haben wir gleich Halbzeit. Wieder ab. Ah, das war jetzt nicht so. Und da ist Bartels. Mit Gefühl der ersten Chance, die uns hier gegeben wird, kommen wir auch gefährlich zum Abschluss. Aber Freisel hält den. Mühling mit der Ecke. Und Pichler noch mit dem Kopfball. Aber
Das wurde leider nichts. Das wurde leider nichts. Aber egal. Zur Halbzeit bleiben wir erstmal so. Also mit der Defensivleistung bin ich wirklich sehr zufrieden. Also, weil sonst habe ich immer. Vielleicht sollte ich auch mal in meinen privaten Karrieren mal mehr sowas einstellen, weil im Moment komme ich sehr gut klar, auch mit der Defensive. Weil ich komme irgendwie doch immer wieder da dazwischen und. Aber sonst kriege ich doch immer sehr viele Gegentore. Komenda macht das hier super. Komenda macht das super. Porat, aber hier ist keiner, den er richtig anspielen kann. Luis. Reese, Ex-Schalker, um sozusagen. Reese, Neumann und Stevens Crispy sind ja Ex-Schalker. Aber die Defensive, ich komme mit der Defensive so gut klar. Heute ist auch was auf dem Transferfenster für Holstein Kiel passiert, weil sie haben mit quasi Ociewiric haben sie einen neuen Spieler verpflichtet. Nur einen neuen Stürmer. Mal sehen, vielleicht holen wir den auch noch. Und Pichler! Und Mühling! Also die. Auch für die Schalker kommen die Einschläge näher. Auch für die Schalker kommen die Einschläge näher. Und gut mit nach hinten gearbeitet von Fiete. Richtig gut, aber Mühling kommt da nicht durch. Mühling kommt überhaupt nicht durch. Aber egal. Komenda macht das klasse. Also, ich bin im Moment wirklich sehr zufrieden mit meiner Defensivleistung. Ich bin zwar heute nicht so amused von der Offensive, aber von der Defensive bin ich von daher so ein bisschen. Na, der war schlecht, aber wir haben. Natürlich auch hinten einen guten Keeper. Aber wir verlieren die Bälle zu schnell. Jetzt verlieren wir sogar im Aufbau, nachdem wir die Bälle erst erobert haben. Zu schnell. Aber Thomas Dehne. Thomas Dehne verhindert hier aber trotzdem irgendwie den Treffer. Und so wechseln wir jetzt auch das erste Mal. Klein kommt jetzt, glaube ich, auch noch rein. Klein kommt jetzt auch noch rein und dann bringe ich nochmal wieder für ja, Bartels mal Sander vorne drin. Nee, warte mal, ich stelle es ein bisschen um. Holtby geht auf die 10, dafür geht Sander auf die 8. Genau. Dreifachwechsel bei der KSV Holstein. Und Philipp Sander jetzt mit seinem ersten Sprint übers Feld. Kann er den Ball irgendwie zum Mann bringen? Nein. Er wickelt den doch irgendwie nochmal ab hier. Alex Mühling versucht es nochmal aus der Distanz. Ah, also wenn es ein 0-0 wird, bin ich schon zufrieden, weil Schalke war schon in den ersten Minuten mit wirklich 0 zu 5 Schüssen aufs Tor. Wirklich auch wirklich die bessere Mannschaft und haben auch wirklich die besseren Chancen. Bloß wir hatten auch. Gerade in der zweiten Halbzeit jetzt schon echt Chancen, wo man hätte sagen können, ja, die hätte man vielleicht machen können. Jetzt ist auch noch der Rekordschütze der zweiten Bundesliga reingekommen mit Simon Terodde. Aber wir kommen irgendwie kommen wir im Moment immer hinter den Ball. Wir kommen irgendwie immer hinter den Ball. Klein. Wir kommen irgendwie klein mit dem schwachen Abschluss. Aber wir kommen immer irgendwie noch an den Ball in der Defensivaktion. Immer. Also zumindest bis jetzt sind wir da immer hingekommen. Bleib in der Mitte, ich gehe damit hin. Mal. Oder wer auch immer das ist. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock, eigentlich in der.
Kurz vor Schluss hier noch das. Los, Neumann, den köpfst du weg. Sauber, klein. Ja, 0 zu 0. Ist okay. Also, dafür, dass man mal so sieht, wie die Chancen von Schalke 04 waren. Ja, kann man schon mal so sagen. Es ist verdient, auf jeden Fall. Und ich bin eigentlich zufrieden, auch wenn es. Weil bis auf drei richtig gute Chancen. Allein hier. Aus den ersten 26 Minuten sind da schon fünf Highlights von Paraden von Thomas Dehner. Die Experten in Gold sagen sogar mehr erwartete Tore für uns. Ui. Also bester Spieler des Spiels, Thomas Dehner. Zeugler, eine 10,0. Aber er hat auch alles gehalten. Ja, 8 Schüsse, 8 Tor, 8 Paraden. Ich weiß jetzt nicht, wie gut Freisel war, 7,8. 4 von 4. Also die haben halt alles gehalten. Da ist halt echt kein Ball irgendwie blöd abgefälscht worden und dann rein. Also ich bin schon zufrieden, weil mit einem Punkt gegen den Bundesliga-Absteiger. Kann man mal so machen. Also. Kann man mal so machen, auf jeden Fall. Und ja. Auf jeden Fall geht es in der nächsten Folge. Angebot für Kommentar zurückgezogen. Ah, guck mal. Leihangebot für Awuko. Das ist gut. Machen wir mal eine Jahresleihe. Und. Dann spielen wir gegen Hannover in der nächsten Folge. Was wollte jetzt Hauke von mir? Hey Boss, ich will mich beschweren. Ich bin auch nicht unzufrieden bei diesem Club. Aber es macht mir Sorgen, dass. Ja, wir sind schon gut genug. Streng dich an. Es war eine schwere Entscheidung. So, und dann wollte ich noch mal gucken. Quasi Hybrid. Von stimmt, ich bin ausgelastet, ne? Gibt es hier irgendeinen Spieler, den man vielleicht. Ah, ich nehme mal rein vom Scouting. Okay. Jetzt muss ich gleich mal gucken, was er wert ist, weil sonst würde ich den eigentlich gerne holen. Weil. Es macht natürlich Sinn, ne? Weil es natürlich auch echt ist, denn. Oder man holt die dann im Winter. Oh, guck mal, ein Leihangebot für Sander haben wir noch. Das ist eine Zwei-Jahres-Leihe, könnte das werden. Awuku, ein Jahresleihe. Frithjonsson könnte auch noch mal für 1,7 Millionen gehen. Und ja, genau. Im nächsten Spiel, in der nächsten, ja, in der nächsten Session spielen wir auf jeden Fall gegen Hannover 96 im DFB-Pokal. Mal sehen, wie weit wir da kommen. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.